Muss bestimmt böse gucken, wenn ich das hier mache, oder? Moment. Das hier ist ein Callout-Video an Maxim Markov, wenn das überhaupt dein richtiger Name ist. So, was hat dieser Mann gemacht? Er hat tatsächlich sich erlaubt, das Format DLDU, also die Liga der Unsterblichen, was von Bonch war, irgendwann mal entwickelt, kann man ja schlecht sagen, aber ins Leben gerufen wurde, wieder zu holen für eine fünfte Staffel. Und diesmal nicht in Dark Souls, sondern in Bloodborne. Für alle, die nicht wissen, was DLDU ist, da wird einfach so gegeneinander ein bisschen geguckt, wer am Ziel ist es, vermutlich einen No-Death-Run hinzubekommen. Aber im Endeffekt geht es darum, dass die Leute das Spiel so weit spielen, bis man eben stirbt. Und da gibt es verschiedene Punkte für verschiedene Etappen, die man geschafft hat. Meistens eben für Bosse. Und ja, es macht echt Spaß zuzusehen, weil das Teilnehmerfeld sehr gemischt ist, ne? Es gibt niemanden, der jetzt quasi professionell irgendwie versucht, nur Hitruns zu machen oder sowas, der dabei ist, sondern es ist wirklich ein Feld von aller Welt Videospielspielern. Es sind sogar welche dabei, die Bloodborne, bevor sie die Einladung bekommen haben, noch kein einziges Mal gespielt haben. Wo liegt jetzt der Fehler? Natürlich daran, dass ich nicht eingeladen bin. Und das, obwohl ich sehr offensichtlich und offenkundig mein Interesse gezeigt habe. Nee, aber allen Ernstes, es macht schon Sinn, dass bei so einem Event Leute zumindest eine bestimmte Reichweite haben und so. Und tatsächlich war aber das allererste Mal, als ich das als DLDU ins Leben gerufen wurde, hatte ich gedacht, wie cool wäre das eigentlich mit Bloodborne und habe dann dran gedacht, ist ein bisschen tricky wegen den Blutfiolen und so. Aber wenn es das für Bloodborne geben würde, wäre es mein Traum, da mitzumachen. Und jetzt kommt der Punkt, den die Eliten da oben euch verschweigen möchten. Niemand hindert euch daran, an DLDU 5 teilzunehmen. Ihr könnt einfach in der Woche, in der das Event läuft, auch auf twitch.tv streamen und in den Titel schreiben DLDU 5 und einen offiziellen Run machen. Also der ist dann halt nicht offiziell. Aber dadurch, dass es im Endeffekt ja eh nichts zu gewinnen gibt oder so, macht es absolut keinen Unterschied, ob ihr da jetzt offizieller Teilnehmer seid oder nicht. Wenn es euch um den Spaß an der Freude geht, was es bei mir tut, könnt ihr das ja gerne einfach machen mit dem Regelwerk, was es gibt. Wo ich sagen muss, das ist mir noch ein bisschen schwammig, da müssten noch ein paar Sachen umformuliert werden, Herr Marzipan, Molotow. Aber das werde ich, denke ich, gleich in ein bisschen Gameplay erklären. Vorausgesetzt, die PlayStation 5 macht die Update fertig. Und wir sehen uns dann in-game in Bloodborne, wo ich euch zeige, wie man ganz easy 5 Punkte bekommt durch Father Gascoigne. So, jetzt befinden wir uns in-game und ich muss sagen, ich freue mich natürlich darüber, dass es ein DLDU in Bloodborne gibt. Und alles, was ich an Kritik geäußert habe bis eben, war eigentlich nur Spaß. Tatsächlich gibt es aber noch ein paar Sachen, die mir in den Regeln unklar sind. Und selbst wenn ich nur einen inoffiziellen Run machen möchte, hätte ich das doch irgendwie ganz gerne geklärt. Das allererste hat was hier mit diesem Wolf zu tun. Da gibt es angeblich 5 Punkte, wenn man den boxt. Vielleicht sollte man das ganz rausnehmen. Weil, so wie es gerade geschrieben ist, steht da, ist es optional möglich. Das sind nur Kugeln, die brauche ich nicht. Es ist optional möglich, diesem Hund ein paar Handkantenschläge zu geben. Und dann bekommt man 5 Punkte. Steht aber nie drin, dass es Pflicht ist, direkt am Anfang des Spiels dem Hund ein paar Handkartenschläge zu geben. Also, weißt du, was ich meine? Ich könnte theoretisch einfach später kommen. Ich könnte jetzt das Spiel so weit spielen, wie ich Bock habe. Schon ein bisschen was reinskillen und dann zu dem Hund gehen und sagen: Hallo, Mr. Hund, es wird Zeit, mir 5 Graduspunkte abzuholen. So, das andere ist, das hat auch theoretisch was mit dem Hund zu tun, das ist das hier. Es steht geschrieben, der erste Tod zählt nicht, wenn man damit in den Traum des Jägers kommt, um sich die Waffen zu holen. Der Mann kann Leitern hochklettern. Theoretisch müsste ich das ja nie machen. Hey, Bloodborne ist installiert. Gut, gut zu wissen, I guess. Also theoretisch müsste ich da ja nie hin. Ich könnte ja einfach nicht sterben und einfach nicht an der Lampe dahin. Und dann fragt ihr euch natürlich, ja, okay, aber wie kriegt er denn seine Waffe? Und dann hole ich mir noch das kleine dicke Notizbuch. Und die Antwort darauf ist natürlich, ich hole mir den Sägespeer, so heißt er, glaube ich, oder Speersäge, eins von beiden.
hole ich mir einfach als Waffe, die ja auch eine der besten Waffen im Spiel ist. So habe ich es mir nicht gesehen im Speedrun, weil es ist schon ewig her, dass ich das Spiel überhaupt gespielt habe und habe gedacht, okay, wie geht man denn so einen DLDU-Run an, wo man am besten nicht stirbt? Und habe gedacht, ja, zum einen könnte man sich vermutlich No-Hit-Runs oder so angucken, aber zum anderen natürlich auch Speedruns, weil die wollen ja schnell sein und da ist es ja sinnvoll, wenn man nicht stirbt. Ich bin übrigens an den Mollys vorbei, die man beim Speedrun aber eigentlich mitnimmt. Aber die brauchen wir nicht. Weil dann wiederum habe ich die Speedrun-Technik gesehen für Father Gascoigne und habe die einmal ausprobiert, habe es überhaupt nicht gecheckt. Also es sieht alles so unglaublich einfach aus. Man muss dem einfach nur den Rücken schlagen und dann kippt er und dann wirft man Molly drauf und dann schlägt man ihm wieder den Rücken und dann kippt er und dann wirft man Molly drauf und das macht man dreimal oder viermal sogar. Ne, viermal glaube ich. Und ja. So einfach war es dann aber in der Theorie, in der Praxis nicht. Und deswegen habe ich mich für die klassische Variante entschieden. So, das hier ist jetzt das Ding, was die im Speedrun machen. Ne? Die waren noch nicht im Traum, die haben noch keine Waffe, die laufen dann hier hin, schlagen hier zu, schlagen an einem besseren Ort zu, dass sie da auch tatsächlich den Treffer landen und nicht runterfallen. Das ist hauptsächlich der Grund, warum ich das ungern mache. Ich glaube, man muss irgendwo, wenn man so mitten auf dem Steg ist, schon mal zum Schlag ausholen. Das wäre das nichts. Und ich bin gefallen. Aber ich habe überlebt. Eine Überraschung nach der anderen. Ja, und dann sind die ja theoretisch noch gar nicht im Traum gewesen. Das heißt, sie sind noch kein einziges Mal gestorben, aber haben eine Waffe, können ganz normal ihren Run machen. Und wenn sie jetzt, ich sage jetzt mal, wenn man im DLDU jetzt, das ist ja noch was anderes als Speedrun, im Speedrun möchte man natürlich irgendwann leveln, damit man gefälligst ja, stärker ist und die Gegner schneller besiegt und so weiter. Aber wenn man im DLDU ist, könnte man sich ja sagen, okay, ich heb mir das, ich gehe immer noch nicht in den Traum, weil ich heb mir auf, das erste Mal sterben, mit dem man in den Traum gelangt, das ist legal. Das heißt, ich spiele so lange weiter, bis ich das erste Mal sterbe. Und erst dann gehe ich das erste Mal in den Traum. Ist das verständlich, was ich sagen wollte? Ich weiß es nicht. Dann jetzt gehen wir zum Padern. Und fragen den mal nach, ob er die gute alte Treppe da oben rechts schon kennt. Ja, das war auch schon mal eine Taktik, die besser funktioniert hat, habe ich das Gefühl. Das könnte auch daran liegen, dass ich das Spiel halt ewig nicht gespielt habe. Ich hasse den Mann. Ich habe mittlerweile auch wirklich das Gefühl, ich könnte den normal besser besiegen als hier mit so einem Unsinn. Aber jetzt bin ich schon mal hier und wollte Unsinn machen. Komm doch einfach hier hoch. So, und dann entscheide ich mich dafür, einmal außenrum zu gehen. Vielleicht funktioniert das ja besser. Wo ist er? Das hat nicht besser funktioniert. Ach Mann, ey. Was ist denn da dran so schwer, den hier auf die Treppe zu bekommen? Hören Sie bitte. Da habe ich gedacht, das ist eine einfache, simple Taktik, mit der es jeder ohne Probleme machen kann. Und dann will der einfach nicht. So, du bleibst jetzt genau da, wo du bist. Das ist perfekt, glaube ich. Kann ich ihn da schon treffen oder muss er noch einen Meter runter? Er muss noch einen Meter. So. Bitte bleiben Sie da. Bitte entscheiden Sie sich nicht mehr. Okay. Muss mich mal heilen. Wer weiß, was noch passiert. So, jetzt sind wir aber da, wo wir sein wollen. Okay, never mind. Vielleicht auch nicht, weil er gleich hier wieder runter um die Ecke kommt. Mach doch einmal, was man will. Gott. Lieber, ey. Ja, geil. Also heute stellt er sich wirklich extra an. Warum ist er denn jetzt hier schon wieder um die Ecke? Ja, genau.
Genau so. Perfekt. Das gibt's doch nicht, oder? Ist ja irgendwie... Oder gepatcht? Als da eben auf meinem Bildschirm stand, Bloodborne installiert, haben die da irgendwie eine neue KI in ihn reingebaut. Was ist das für ein Geruch? Da. Das ist ein Blut. Oh, es singt für mich. Genug, um einen Mann krank zu machen. Mal gucken, ob der hier überhaupt aufnimmt. Naja, aber für die Taktik hier brauche ich auf jeden Fall auch diese Axt und nicht den Speer, weil der Überkopf also bei diesem Überkopfangriff, der da oben hintrifft, den hat halt nur diese Axt und nicht der Speer. ergibt Sinn? Ein bisschen, ne? Und deswegen würde hier, wenn man den so macht, die Taktik mit dem Taktik mit dem gar nicht erst in den Traum gehen, gar nicht funktionieren. Den muss ich jetzt ein bisschen aufpassen. Weil das ist zwar fast die Lohnsicher, aber halt nur fast. Und ich bin schon ziemlich gut. Ja, okay, und wenn man das ein paar Mal übt, dann hat man den besser raus als ich. Man kann ja theoretisch auch vorher farmen und so, ne, in dem DLDU-Run. Und dann hat man auch 20 Heilungen und dann muss man nicht hier so irgendwie mit dem paar, die man jetzt aufgesammelt hat, panisch rumgucken, dass man es schafft. Also es ist eigentlich ein easy Move, den zu machen. Und meiner Meinung nach könnte man jetzt, wenn ich es richtig verstanden habe, zurück in die Klinik, die Waffe ablegen und den Wolf boxen. Und es würde immer noch zählen. Ach, das war installiert. Es war noch nicht fertig, das Spiel. Jetzt verstehe ich. Okay, gut. In dem Sinne, auf Wiedersehen und man sieht sich dann beim offiziellen DLDU-Run.